Verstandnis und treuer Sohn von Gott, der liebe Schöpfer, Gott im Himmel und die Kraft von oben, der Heilige Geist, der uns miteinander verbindet. Der eine Gott sei mit uns heute Morgen, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern. Der Paulus schreibt, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Willkommen zum Gottesdienst, liebe Gemeinde, liebe Mitfeiernde im Internet. Wir sind in der Ferienzeit und auch in der Ferienzeit macht man sich manchmal auf und geht wo etwas schauen, was man vorher noch nicht gesehen hat. Ich denke, so wie der Paulus das sagt, im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, den Glauben entdecken, etwas, das noch unsichtbar ist, immer mehr zu sehen, wenn man eine Vorstellung hat davon, vom Meer, und man dann nachher mal nach Italien oder Frankreich fährt und man das Meer wirklich vor Augen hat, ist das nachher ein neues Erlebnis. Und ich denke, so sind wir auch unterwegs auf dem Weg vom Glauben, dass wir immer wieder in Ansätzen etwas sehen von dem, wo Menschen berichten, was der christliche Glaube bedeutet, aber das ganze Meer, das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Wir machen uns darum heute nicht auf zum Dolce Far Niente, sondern wir wollen heute ein bisschen den Farben nachgehen, blau machen und grün sehen. Das ist beides für schöne Ferien wichtig, aber es sind auch die Farben, und uns auf dem Weg mit Gott können stärken noch begegnen. Wir singen heute Morgen Lieder vom Singtreff, die wir in den letzten Monaten geübt haben. Und wir haben gedacht, wir könnten sie ja heute mal im Gottesdienst singen. Und dann marschieren wir mal, ist ja heute der Orgel, aber darum habe ich gedacht, wir können es wagen. So mal, weil Christina Öhen tut ja den Singtreff leid, aber du bist schon eine gute Sängerin und eine Organistin, und so können wir das miteinander wagen. Also ich helfe euch. Mehr in mehr ist gut. Mit singen. Das erste Lied, das wir singen, das finden wir im Gesangbuch. Das heisst dort, du meine Seele singe, wohl auf und singe schön. Hier auf dem Blatt heisst es, meine Seele stimmt ein mit singen. Wir singen einfach die drei Strophen, die auf dem Blatt drauf sind, und wir lesen sie. Ich lese nächstes Mal noch, dass ihr sie schon mal gehört habt, weil Mundart lesen ist ja immer ein bisschen schwieriger, als wenn man auf Hochdeutsch singen. Das geht ja geläufiger. Die erste Strophe. Meine Seele stimmt ein mit Singen. Sing fröhlich und sing schön. Vertrau, Gott kann es vollbringen. Drum singe helle Töne. Ich bete Gott in Höhe, hier auf der Erde an, und suche seine Nähe, solange ich das Leben habe. Und jetzt kommt die zweite, die ist ein bisschen eine Kurve drin, gerade am Anfang. Es heisst da, dir Leute, lasst euch gesagt sein und gehört es nicht für nichts. Es gibt Wege, die schön breit sind und Mengen geht es heute. Verlasst euch nicht auf die Mehrheit, auf Menschen, Geld und Gunst, weil das in Tat und Wahrheit nicht mehr ist als ein Dunst. Wohl allen, die darauf bauen, dass Gott zu jeder Zeit, wenn wir auf ihn vertrauen, uns nichts als das Beste gibt. Wer ihm gehört, wird erfahren, mit ihm wird das Leben reich. Wer ihn hat, der hat das Wahre, alles andere ist gleich. So, probieren wir es doch mal. Thank you.
Wir nehmen uns einen Moment vom Gebet. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir sind heute Morgen hier, weil du uns eingeladen hast, weil du uns immer neu rufst. Wir kommen hier zu dir und können ausruhen bei dir. Einen Moment innehalten, zusammen sein und auf dein Wort hören. Neue Kraft und neue Gedanken schöpfen. Wir bitten dich an diesem Morgen, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Erwecke die Hoffnung in uns und stärke unsere Seele. Lass uns das Zeichen von deiner Güte erkennen. Fülle uns das Herz und die Hände. Berühre uns, so dass wir aufs Neue lebendig werden. Amen. Sich Gott herhaben und sich von Gott erfüllen, das ist das Thema vom nächsten Lied. Gott ist gegenwärtig. Das ist jetzt gerade eine 1:1 Übersetzung. Gott ist gegenwärtig im klassischen Kirchenlied. Und wir singen damit die drei Strophen, die drauf sind. Gott ist gegenwärtig. Wir wollen loben, preisen und ihm danken und Ehre erweisen. Gott ist unsere Mitte, ihm wollen wir begegnen, uns stärken, uns segnen. Wir sind da, beten an, wollen ihm ganz vertrauen, auf seine Treue bauen. Ihr merkt es dann, das Lied ist etwas schneller als das im Gesangbuch, das ist etwas langsamer. Da hier hat es etwas schnellere Partien drin. Die zweite Strophe, Gott ist gegenwärtig, er hat alles lassen werden. Herrscht im All und auf Erde. Heilig, 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 singen die Engel alle, stimmen da mit lautem Schall ein. Herr, vernimm unsere Stimme, wenn wir zu dir singen, dir ein Lob mitbringen. Du, Herr, bringst dir alles, lass dein Licht scheinen, allen Grossen, allen Kleinen. Wie die schönen Blumen sich zur Sonne strecken, und auch ich mich nicht verstecken, lass mich so, still und froh, deine Strahlen spüren, heilsam durch mich durch. Thank you.
Gemeinde, wir hören als Lesung aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel. Der Paulus tut im Römerbrief, einer von seinen letzten Briefen, ja, ein bisschen seine Glauben zusammenfassen, was ihm dort wichtig ist. Und in diesem Kapitel, vor dem 8. Kapitel, tut er beschreiben, eben, wie er die Erlösung durch Jesus Christus sieht, wie er sich das vorstellt, wie Gott durch Jesus die Menschen befreit. Und dann kommt er dann nachher darauf, eben aus dem Vertrauen auf Gott, auf Jesus, kommt der Heilige Geist, der die Menschen berührt und erfüllt. Und dann kommt nachher die Frage, ja, was ist jetzt in der Gegenwart, wo wir leben? Wie verhaltet sich da die Erlösung von Gott? Und eben die Kraft vom Heiligen Geist, mit dem wir gegenwärtig in der Welt erleben. Lesen wir aus dem 8. Kapitel vom Römerbrief, aus dem 8. Kapitel ab Vers 14 bis 25. Paulus schreibt an Christinnen und Christen in Rom: Liebe Geschwister, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Wort von Gott, gut für uns. Amen. Als Antwort auf die Lesung singen wir das Lied auf dem nächsten Blatt. Ein Lied aus Dessay. Bei Gott bin ich geborgen. Das ist jetzt eine schöne 1-zu-1-Übersetzung. Und vielleicht noch ein bisschen verständlicher im letzten Teil als im Hochdeutschen. Das Hochdeutsche hat da hinten auf einem Blättchen mit dem Bild zu der Predigt getroffen. Dann könnt ihr es sonst noch daheim einmal vergleichen, wie sie das da in Mundart übersetzt haben. Aber jetzt sind wir so Mundart. Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, auf Gott hin will ich mein Herz ausrichten, bis ihm Frieden stehen. Ich denke, bis etwa zweimal. Das
zweimal durchsingen. Liebe Gemeinde, so wenn wir den Farben nachgehen und uns eben auf dem Bild da begegnen, man kann sagen, es sind Farben von der Lichtigkeit, aber es sind auch Farben vom Sommer, die dominierenden Farben, blau und grün. So leuchtend, wie sie uns da entgegenkommen, das helle Blau vom Himmel, das von der Weite erzählt, die in dieser Welt zu finden ist, wo unser Blick eben mal in die Ferne lädt, schweifen. Oder dann ist da das dunklere Blau drauf, vom See oder vom Meer oder vom Wasser. Und vorne dann das schön gleichmäßige Grün vom gewachsenen, gefleckten Gras. Und in der Mitte die Frau, die zum Sprung ansetzt. Es ist eine perfekte Welt, die uns auf diesem Bild begegnet. Es könnte auch das Bild für eine Werbung sein. Aber ich meine, es ist mehr als das. Wenn wir die Farben, die uns darauf begegnen, aus dem Glauben herausdeuten, dann können wir auch etwas von dieser Lichtigkeit finden. Vielleicht nicht körperlich, aber vielleicht im Geist und in der Seele. Und so würde ich sagen, zum Anfang, es lohnt sich, blau zu machen, wie man so schön sagt. Aber ich meine da nicht mehr als nur nicht schaffen, nicht zur Arbeit gehen, wie es im herkömmlichen Sinn gedacht ist. Blau machen als ein Zeitraum von Freiheit, der vor einem liegt. Sich Zeit nehmen, wo man sich frei fühlt von Verpflichtungen von außen, wo andere Ansprüche an einem stellen, die sagen, du musst dir noch das oder jenes machen, wo man sich vielleicht beobachtet fühlt und denkt, ich muss noch etwas erledigen. All das, was ihn im Alltag belastet, das eben mal probieren auf die Seite zu schieben, so blau machen und dann merken, wie es etwas leichter um mich herum wird und eben die Entspannung kommt, die beflügelt. Woher kommt echt die Redewendung blau machen? Ist es eben blau eine entspannende Wirkung hat, über blau anschauen, dass wir uns sofort ruhiger fühlen. Oder warum wird blau gerade mit freier Zeit, mit der arbeitsfreien Zeit verbunden? Es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Es soll früher im Handwerksbetrieb der sogenannte blaue Mäntig gegeben haben, wo arbeitsfrei war oder wo man nur mit halber Kraft gearbeitet hat. Oder es wird auch gesagt, die Färber, die ihre Wolle gefärbt haben, eben in blau, die mussten sie dann an die Luft trocknen. Und erst dann hat sich die Farbe nachher richtig schön eingestellt und ist vorgekommen. Und das haben sie dann auch an der Mäntig gemacht. Und dann haben sie ihre Ruhe gehabt, wenn sie das ausgelegt haben, zum Trocknen. Oder dann gibt es auch noch
Die Erklärung, es kam aus dem Jiddischen. Da hat man ja, das haben ja Leute gehört, die haben nicht genau verstanden, was jetzt da gemeint ist. Und Blo auf Jiddisch heisst eben Licht. Wenn man denkt, eben Blo machen, also Leute machen, das ist so eine Erklärung. Oder wenn ich einfach auf das Bild schaue und denke, blau machen, könnte einfach davon kommen, dass wenn man im grünen Gras innen liegt und zum Himmel rauf schaut und eben den blauen Himmel sieht, wenn man am Liegen ist, dass das eben von dem kommt, mit blau machen, einfach mal herliegen und verschnaufen. Aber mit den Augen vom Glauben ist natürlich das Blau und die Farbe von der Taufe, das Blau vom Wasser. Ist Taufe nicht auch so etwas wie Blau machen, liebe Gemeinde? Bei der Taufe richten sich Menschen ganz auf Gott aus, auf einen blauen Himmel. Sie erwarten von ihm Kraft für das Leben, das Wirken vom Heiligen Geist im Herz des Täuflings. Man könnte sagen, bei Taufe gibt es eine Abwendung vom Alltag und eine Zuwendung zu Gott. Auf Jesus hören, auf seine Wegweisung, die er uns gibt. Das ist vielleicht auch so etwas wie blau machen. Sich der himmlischen Richtung zuwenden oder Wegweisung. Sich abwenden von den Verpflichtungen der Welt und sich mal fragen, ja, wenn ich die Welt von Gott her anschaue, was ist denn das, was wirklich verpflichtend ist, das, was am Ende zählt? Sich Gott zuwenden und fragen, was möchtest du von mir? Vielleicht ist das auch eine Art Blau machen. Ich denke, Gott möchte, dass seine Liebe bei uns ankommt. Er will uns nicht beschweren mit neuen Aufgaben, sondern er sagt, ich habe dich gern. Das ist der Zuspruch von der Taufe. Du bist mein Sohn, meine geliebte Tochter. Du gehörst zu meiner Familie. Und das ist wie ein Echo auf das, was wir im Römerbrief vorhin gehört haben, Befreiung, die Paulus sagt. Nicht mehr Sklaven, die in Angst vor Bestrafung leben, sondern Söhne und Töchter von Gott, Erben von seinem Reich. Also nicht nur selber eben arbeiten und ansammeln, sondern einfach dir etwas überkommen, eben erben. Und das ist doch das Entspannende bei Gott. Er sagt mir nicht, was ich zu tun habe, sondern er sagt, er will mich mit seiner Liebe erfassen. In der alten Sprache, wenn man in den biblischen Schriften vielen Orten liest, heisst es dort, Jesus, der zu anderen Menschen sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Modern könnte man sagen, alles, was mich belastet oder was ich anderen damit Schaden zugefügt habe, das hält Gott nicht davon ab, mich gern zu haben. Das gehört aus diesem Wort heraus, ich vergebe dir deine Sünden. Ich kann es auch Gott sagen, oder er weiß es vielleicht schon, ohne dass es negative Konsequenzen hat für mich. Das ist das Entlastende vom Blaumachen mit Gott. Gott will ja viel mehr helfen, das Belastende eben abzulegen, zu dieser Leichtigkeit zu kommen, die wir auf dem Bild sehen. Eben in Richtung Himmel abheben, ein bisschen von der Erde abstoßen, Abstand nehmen. So, dass das Leben ein bisschen leichter wird, entspannter. Die Erfahrung von der Gottesliebe soll so gewisse Anstöße geben, natürlich, für ein Leben im Einklang mit Gott. Aber die Liebe von Gott steht am Anfang, sie ist das, was uns den anstößt oder bewegt. Soll nicht ein bestimmtes Pflichtgefühl sein. So heisst es klar machen im Sinn vom Glauben, sich Gott zuwenden, entlastet werden, Entspannung finden und beflügelt werden. So wie wir es im Lied gesungen haben, bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind, bei ihm ist Trost und Heil. Auch so einen Moment
vom Können aufgehoben sein. Und eben, wer blau macht und auf der Matte liegt, wenn er mal den Kopf umdreht und dann ins Grüne hinein sieht, dann sehen wir den grün-weichen Rasen. Die Farbe der Hoffnung ist ja grün. Hoffen, erwarten, dass noch etwas Gutes kommt. Oder in der komplizierteren Sprache von Paulus: Die Herrlichkeit von Gott wird aufstrahlen in seinen Kindern in dieser Welt. Im Bild sehen wir, die Welt, oder man kann sagen, die Welt wartet auf die Luftsprünge von den Menschen, die vom Geist von Gott erfüllt sind. Und Paulus ermutigt, es kommt noch etwas Gutes. Das, was wir jetzt vor Augen haben, das ist noch nicht alles. Es lohnt sich zu leben und zu wachsen. Und das ist das, was in der Farbe Grün ja auch drin ist. Es grünt und blüht. Wir können rausschauen und sehen, dort, wo wir noch Wasser haben, das wir bewässern können, dort wächst es und es blüht. Wie ist es in eurem Leben, liebe Gemeinde? Wo grünt und blüht es dort im Moment? Wenn wir so Hoffnungszeichen sehen, stärkt das unsere Hoffnung. Es ist also wichtig, immer noch nach diesen Zeichen Ausschau zu halten. Im Auf und Ab vom Leben kennzeichnet das Auf und Ab vom Leben. Hier drauf sehen wir ja jetzt nur den Sprung mit Luft auf, aber es kommt ja dann wieder mit der Schwerkraft, dass auch die Frau da hier wieder auf dem Boden landet. Es geht auf und ab. Und doch, wenn wir sagen, Entspannung beflügelt aus dem Vertrauen aus Gott, dann haben wir da noch etwas mehr als das, was wir auf dem Bild allein sehen mit den Augen vom Glauben. Seine gute Botschaft von Gott, das Evangelium, ist eine Quelle, die sagt, es gibt einen Weg ins Grüne, dass wir befreit können wachsen und gedeihen. Der göttliche Geist verscheucht die Angst und die Furcht und befreit. Wenn du mit Christus verbunden bist, dann werden sich eben zwei wesentliche Aspekte von seinem Leben auch in deinem Leben zeigen. Und hier können wir eben wieder auf die Erde leben. Paulus als Realist, aber auch als einer, der im Leben von Jesus verwurzelt ist. Wenn schon der Jesus an dieser Welt gelitten hat, so werden auch seine Nachfolgerinnen und Nachfolger daran leiden. Die Kreuzeserfahrung gehört in die blau-grüne Welt hinein. Es kann das Leiden sein, das uns von anderen Menschen oder von der Umwelt zugefügt wird. Aber der Paulus meint aber auch das Leiden an der eigenen Begrenztheit und Verwundbarkeit. Wenn er sagt, sogar wir seufzen innerlich, wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Da kann man sagen, eben, die Vergänglichkeit nackt an unserer Hoffnung, nackt an unserem Körper, mit Unfällen, mit Krankheiten und am Älterwerden spüren wir, es wird nicht einfacher, so Luftsprünge zu machen. Und doch soll es mit Gottes Hilfe für ein paar Luftsprünge länger in dieser Zeit, wo wir drinnen stehen. Aber die rettende Kraft von Gott zeigt sich erst vollständig am Ende der Zeit, so der Paulus. Oder anders gesagt, fliegen werden wir in diesem Leben nicht, so wie die Engel. Aber wir können trotzdem von Zeit zu Zeit abheben mit Gott zusammen. Weil auch das Licht von der Auferstehung von Jesus Christus leuchtet ins Leben von den Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus. Das ist die feste Überzeugung von Paulus und die Erfahrung von vielen Menschen. So wie Christus vom Kreuz erlöst worden ist, so werden auch seine Brüder und Schwestern im Glauben erlöst werden. Der erste Funke von Gottes Herrlichkeit hat Jesus schon auf die Erde gebracht. Dann, als er gewirkt hat in dieser Welt, sind Menschen geheilt worden. Menschen haben sich zusammengefunden,
haben neue Kontakte gefunden zueinander, haben neue Möglichkeiten in ihrem Leben gesehen. Sie sind entspannt und haben das eigene Leben hergegangen und sind beflügelt worden von Jesus. Zu sprechen auf eine gute Zukunft mit Gott soll heute ein Hoffnungsschimmer für uns sein, die gute Zukunft zu erwarten, trotz allem Seufzen. Auch wenn mir ein beißend kalter Wind entgegenweht, wenn ich wieder gelandet bin auf dem grünen Rasen, der ist doch der Rasen grün und weist mich darauf hin. Der Boden der Hoffnung ist da, er wankt nicht. Wenn ich so von der Zukunftsangst befreit bin, kann ich aufmerksamer werden für die Menschen um mich herum, mich nicht nur mit mir selber beschäftigen, sondern schauen, was um mich herum passiert. Wo das die Schwerkraft vielleicht jemand noch ein bisschen fest zu Boden drückt. Wenn ich die Kraft von Gott in einem Moment spüre, kann ich blau machen und grün sehen. Und das ist auch das Zeichen, dass ich auch die Farben vom Sonntag blau machen und grün sehe. Das vierte Gebot, das Gott den Israeliten gegeben hat, das erzählt davon, es heisst, achte auf den Sabbat, halte ihn heilig, wie es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht hat. 6 Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Ich höre also daraus schon eben, der Blick auf das Blaue, der Sonntag ist Gott geweiht. Wir sollen einen Ausblick auf Gott dienen. Und der Ruhetag ist nicht einfach so eingerichtet, weil es eben schön ist, mal Plan zu machen und auszuruhen, sondern Gott sagt, das ist der Tag, wo du dich daran erinnern musst, dass du aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten bist befreit worden. Das war ein Leben ohne Hoffnung, wo ein Tag wie der andere ist, wo du arbeitest, ohne Aussicht auf ein eigenes Leben. Aber von dem bist du befreit worden, sagt er den Israeliten. Und daran soll dich der Ruhetag erinnern. Und so können wir den Sonntag auch in diesem Sinne als Tag, wo uns an die Freiheit erinnert, wo Gott den Israeliten geschenkt hat und wo der Jesus mit dem Kreuz und mit der Auferstehung eben am Sonntag eröffnet hat. Das Leben in Freiheit soll ein Leben für alle sein. Für uns, die vielleicht schon etwas von dieser Kraft spüren, aber auch für die, die noch unter den Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Welt leiden. Auch denen sollen wir etwas von dieser Leichtigkeit bringen und in die Welt hineinbringen, dass so andere Menschen zu hohen Flügen ansetzen können. Im persönlichen Leben oder auch politisch. Beim Blaumachen immer an das Grüne umrein denken und dann zum hohen Flug ansetzen. Der Sonntag ist ein Teil, ein Tag der Hoffnung. So wie Gott dann gewirkt hat bei den Israeliten, wenn er gewirkt hat, wo der Jesus auf der Welt gelebt hat, wenn er heute durch den Heiligen Geist in den Herzen der Menschen wirkt, in seinen Söhnen und Töchtern, aber auch in Jesus Christus, der den Menschen immer noch nachkommt, so können wir es grünen und blühen durch die Hoffnung, der Garten, der in uns drinnen, in unseren Herzen, in unseren Seelen vielleicht wächst und grösser wird, der nach aussen Früchte trägt. Und wenn wir ihn bewässern, seufzen wir vielleicht ab und zu, aber wir können ihn bewässern mit dem blauen Taufwasser, der Freude über das bevorstehende Gute, das noch kommt, Vollendung am Ende vor Zeit. So können wir lieben, wo Verbitterung herrscht und uns dort das Wort melden, wo Verzweiflung in das Leben hineinkommt. Immer wieder neue Hoffnung finden bei Gott. Ausruhen auf dem grünen Gras oder vielleicht eben mal ansetzen und abkumpen, zum Sprung ansetzen,
wie es die Frau auf unserem Bild macht, Entspannung beflügelt. Amen. Liebe Gemeinde, wir kommen zum Fürbittegebet und dem gemeinsamen Unser Vater. Wir wollen Gott die Welt herlegen, wo man am Seufzen ist und um sein heilende Wirken bitten. Ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Und dann wollen wir das Fürbittegebet zusammen und zu unserem Vater nachher beten. Gott, Licht des Lebens, Hoffnung der Welt, du lässt Quellen erfrischenden Wassers fließen, du lässt es wachsen und grünen in der seufzenden Welt. Darum bitten wir dich, Licht des Lebens, Hoffnung der Welt. Die Ernte reift, aber Dürre und Überflutungen, Brände und Teuerung setzen den Menschen in vielen Erdteilen zu. Eröffne Wege zu Solidarität und Ausgleich. Licht des Lebens, Hoffnung der Welt. Der Sommer lädt zur Ruhe und Erholung ein, aber materielle Armut und familiäre Sorge verdunkeln für viele diese schönen Wochen. Lass sie Hoffnungszeichen entdecken, Hilfe finden und neue Kraft schöpfen. Licht des Lebens, Hoffnung der Welt. Die Ferienzeit lockt viele in die Ferne. Behüte die Reisenden, Wanderer und Ruhesuchenden auf ihren Wegen. Licht des Lebens, Hoffnung der Welt. Die Kranken warten auf Heilung, die Flüchtlinge auf einen sicheren Wohnort, die Arbeitslosen darauf, dass sie gebraucht werden. Stehe ihnen bei und eröffne ihnen Wege zu neuer Lebensfreude. Licht des Lebens, Hoffnung der Welt. Deine Kirche erzählt und bezeugt deine frohe Botschaft von einer guten Zukunft in der ganzen Welt. So beten wir heute besonders für die Geschwister in der Republik Kongo, in Gabun und São Tomé und Príncipe in Zentralafrika. Segne ihr Tun in der Ferne, segne unser Tun hier in der Nähe. Mache sie und uns zum Zeichen deiner Gegenwart in dieser Welt. Wir rufen dich an, Gott. Erbarme dich heute in diesen Sommertagen
und alle Tage durch Jesus Christus, unseren Erlöser. In seinem Namen beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns aus dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Wir kommen ans Ende des Gottesdienstes. Kollekte, die wir zusammenlegen am Ausgang, die ist bestimmt für einen Verein Kinderbetreuung Willisau und Umgebung. Das ist ein Verein, wo eben auch Leute aus Zell oder hier aus der Region, da können sie auch Dienste in Anspruch nehmen. Sie vermitteln Tagesfamilien oder Nennis, die Kinder begleiten, oder eine Kinderkrippe Hurlibus, wo man oder Kinderhüte, wo man eben für eine Stunde oder so mal das Kind kann bringen kann, wenn man geht einkaufen oder mal einen ruhigen Moment will. Dann bieten sie eine Krabbelgruppe für Eltern mit Kleinkindern an. Es ist ein gemeinnütziger Verein eben und ist darum auch auf Spenden angewiesen, dass sie eben die Angebote gut anbieten und tragen. Merci vielmals für eure Gabe für den Verein Kinderbetreuung Willisau und Umgebung. Nächsten Sonntag feiern wir jetzt Willisau Gottesdienst am 7. August. Und der nächste Gottesdienst hier zu Hause ist in 3 Wochen. Also es ist jetzt zweimal das Willisau Gottesdienst am 7. und am 14. August. Und am 21. August haben wir dann hier einen grösseren Gottesdienst. Am 21. da tun sich dann Konfirmanden, die nächstes Jahr konfirmiert werden, vorstellen. Wir haben den Rückblick auf das Konflager und die Gitarrengruppe Luther Nuffhausen ist ja da und tut den Gottesdienst musikalisch gestalten. So wünsche ich euch jetzt einen ganz schönen Sommertag und Sonntag und dir, Margrit, noch einen schönen Geburtstag, gell? Merci vielmals, dass du heute mit uns feierst an deinem Geburtstag. Und da singen wir jetzt das letzte Lied. Grosser Gott, wir loben dich. Dann können wir jetzt noch 4 Strophen, die wir können singen. Das ist das letzte Lied, das drauf fällt. Grosser Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen, dass du stark bist. Vor dir werden wir ganz klein und bestaunen, dass das, was du bist, wie du immer schon bist, gewesen. So wirst du für immer sein. Alles, was dir preisen kann, Cherubim und Seraphine, stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir Gott ohne Ruhe, heilig, heilig, heilig zu. Jesus Christus, Sohn von Gott, bist als Retter gekommen auf die Erde, stehst für das grosse Angebot, dass wir Gottes Kind werden können. Von ihm angenommen, wie wir sind, die Zeit vor Trennung ist vorbei. Du hast geschaut, dass die Himmelstür offen steht für die, die glauben. Führst zum Vater, sorgst dafür, dass uns Leute die Hoffnung rauben. Alles, was rumläuft, rückst du zurecht. Das Ende wird es zeigen, du bist gerecht. Thank you.
mit uns gesungen haben. Merci vielmals, dass auch ihr seid da gewesen und den Gesang unterstützt habt. Ich denke, die Lieder kommen noch anders vor auf Mundart und haben noch eine andere, tiefere Botschaft. So bitte ich jetzt noch zum Schluss sagen, aufzustehen, die Song einen Segen von Gott stellen. So gehe ich in den Tag raus, in den Sonntag um 8 blau. Erinnere dich an die Liebe von Gott, wo du als dein Kind stehst, und er dir in der Taufe geschenkt hat. Geh raus in den Sonntag und schau ins Grüne. Im Seufzen von der vergänglichen Schöpfung kannst du das gute Wirken von Gott erwarten und selber hoffnungsvoll leuchten für andere. Du dich entspannen und befreite Schritte oder gar Sprünge machen auf dem Weg mit Gott in Zukunft. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Amen. Schönen Sonntag.